Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Vermutlich mein letztes Video für TSW 4. TSW 5 steht ja vor der Tür. Und ich habe drei Mods mit dabei, die ich euch heute mal zeigen möchte. Zwei von diesen Mods sind neues Rollmaterial. Alles das, was hier da steht, ist neu. Und das andere ist mal wieder ein neuer Fahrplan-Mod, und zwar für die Köln-Aachen-Strecke, auf der wir uns hier befinden, für das Jahr 2023. Okay, eins nach dem anderen. Es gibt ein neues Modpack, was wir hier von den Intercity-Wagen mehrere Variationen nun haben. In Summe sind es jetzt 7. Die werden wir uns gleich anschauen, und danach haben wir hier hinten noch diese Habilens 303 Güterwagen. Die sind komplett neu gemacht worden. Kann man momentan auf TrainSim Community runterladen. Die sind jetzt aber von den Texturen her und Detailgrad jetzt nicht so auf dem Standard wie so etwas. Aber trotzdem, es ist so das erste Custom-Rollmaterial, was wir mitunter haben. Gut, es gibt noch diese französische Lok, die in der Alpha-Variante noch rumschwirrt, aber da gab es schon länger kein Update mehr. Und auch das ist hier nicht bugfrei. Momentan einfach in diesen zwei Liveries hier verfügbar. Sind jeweils als eigene Wagen mit angeführt. Und mit denen könnt ihr jetzt rumfahren. Das ist nur mal so zur Demonstration. Jetzt kommen wir da mal zu den ganzen Intercity-Wagen. Ich habe die ganzen neuen mal hintereinander gespawnt. Einer Wagen, also der vorletzte Wagen, ist noch ein Originalwagen, denn die haben nämlich das Problem, du musst einen der Originalwagen irgendwo auf der Karte drauf haben oder im Verband, damit die ganzen anderen gemoddeten Varianten funktionieren. So, ab in den ersten Wagen. Das ist der AVMZ Intercity Livery erste Klasse Abteile. Ja. Oh, ist gleich viel ruhiger hier. Also, erste Klasse Abteile hier. In dem alten Rot. So. Ein zweiter. Das ist der APMZ. Erste Klasse offen. Auch wenn hier zweite Klasse steht. Ist ein Fehler, wenn wir jetzt da rausgehen. Steht erste Klasse dran. Es ist nicht perfekt, dieser Mod. So, hier auch in diesem Rot. Und bei dem Wagen gibt es irgendwie einen Bug. Man kann da nicht komplett durchgehen. Das wirkt für mich so, als wäre das Originalinterieur noch irgendwie da, aber unsichtbar, damit das jetzt hier drin ist. Und deswegen kann man das irgendwie nicht durchgehen. Aber kein Experte. Jedenfalls kann man hier nicht durchgehen. So. Und raus hier. Dann gehen wir einfach so in den nächsten rein. Das ist erste Klasse offen, aber refurbished. Da hat auch genau das gleiche. Sehen wir schon, das sind die neuen Sitze hier drin. ICE lässt grüßen. Schade, dass man hier nicht durchgehen kann. Vielleicht wird das nochmal gefixt. So. Und dann haben wir zweite Klasse. BPMZ. Ein bisschen altbacken. Aber hier kann man wiederum komplett durchgehen. Als nächstes hätten wir den BVMZ. Das wäre nochmal zweite Klasse. Abteilwagen. Wo hier wiederum erste Klasse dasteht. Ich gehe nochmal kurz raus und das kontrollieren. Zweite Klasse. Wie gesagt, ist ein Mod. So, zweite Klasse Abteilwagen. Auch hier steht erste drauf. Einfach ignorieren. Solange es von draußen passt. Und ihr wisst, dass es innen soweit richtig ist. Und danach kommt der BVMMZ, glaube ich, müsste das sein. Zweite Klasse Abteilwagen. Refurbished. Ja, sind die neuen Sitze hier drin. Sieht nicht schlecht aus.
So, der Wagen, der jetzt kommt, der müsste original sein. Das ist jetzt der vorletzte Wagen. Ja, ich glaube, das ist unser Originalwagen. Und Steuerwagen gibt es jetzt auch neu. Und zwar, dass wir den Steuerwagen haben mit einem Fahrradabteil. Als zweite Klasse. So, hier der Sitzbereich. Und neu hier hinten haben wir das Fahrradabteil hier. Sieht man auch ganz gut von draußen. Machen wir kurz die Tür auf. So, inklusive Fahrradsymbol. Also da werden wir dann entsprechend in der Zukunft, denke ich mal, bessere Zugverbände haben mit dieser Variety. Schöner Mod. Link dazu in der Videobeschreibung. Ah, der Kollege ist hier weggefahren. Mit denen zwei werde ich noch nicht so ganz warm, aber es ist mal ein sehr guter Start. Ich hoffe, da kommt texturtechnisch noch irgendwie ein bisschen was dazu, dass das hier nicht so matt und fertig aussieht. Auch der Bereich. Aber trotzdem für den Anfang schon mal nicht schlecht. Also wenn das optisch noch ein bisschen schöner aussieht, sehr gerne. Okay, die Kollegen hätte ich gern hier weg. Die Enden. Und dann würde ich sagen, werden wir hier mal die komplette Strecke abfahren. Auf diesen 2023er Fahrplan. Und mal beobachten, was wir hier so sehen werden. Es sind unglaublich viele Zugfahrten hier unterwegs in diesem Fahrplan. Aber dazu gleich mehr Details. So, mach die Tür zu. Und Fenster zu. So, das erste, was wir jetzt hier mal versuchen werden, ist in den Bahnhof reinzukommen. So, ich habe da soweit alles schon ready. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind da unten. Holen wir auf das Gleis da. Ich glaube, ich kann eh nicht anders. Ja, ich muss da oben hin. Okay, einmal Route setzen. Oder mache ich gerade die finale Route? Ich glaube, wir machen das gerade mal final. Ich würde sagen, wir fahren mal auf das unterste ein. Lass uns mal auf das hier einfahren. Was hast du jetzt für eine Route für mich gemacht? Das sieht soweit richtig aus. Ja, lass uns überraschen. Rangiersignal. Ich sehe es gerade nicht. Ah, ist dunkel. Okay. This is not working. So. Oh shit. Ich habe noch was vergessen. Sollten vielleicht die Tür schließen. Sehr gut. Und keine Ausfahrt, das dachte ich mir schon. Wir stören jetzt einfach den ganzen Fahrplan hier. Okay. Ach ja, ich werde jetzt auch mal mit der Sifa fahren. Ich habe mir jetzt mal so ein schönes Fußpedal geholt. Oh, meine Stimme will heute echt nicht kommen. Und das habe ich mit der Sifa belegt. Das macht halt irgendwie Spaß. So, grundsätzlich, Fußpedale kann ich euch nur empfehlen. Kauft das bei Amazon für 20, 30 Franken. Vielleicht so ein Dreierpedal, wo du gleich drei drauf hast. Super.
Lösung. Fast Stream Deck für die Füße. Ja, der Kollege fährt raus. Okay. Es war jetzt ein bisschen zu weit. Aber gut, mal schauen. U und R ist drin. Wunderbar, dann... AFB. Le AFB. AFB. Schauen wir auf die 100. Es hat funktioniert. Oh, okay, schauen wir kurz nach draußen. Ja, wobei, ich glaube, ich mache es nach der Anzeige da oben. Gut, an der Stelle gibt es mal einen kleinen Cut. Ich hoffe, bis dahin ist meine Stimme wieder da. Und sobald wir hier Ausfahrt haben, fahren wir hier auch mal los. Und dann erzähle ich euch mal, was alles so Neues ist bei dem neuen Fahrplan. Es ist soweit. Wir haben Ausfahrt. Wir werden aber als erstes mal nicht so schnell fahren, wegen der Regiobahn, die da jetzt vor uns fährt. Aber ein bisschen später sollten wir die dann überholen können. Und dann heißt es Vollgas. Gut, also zum Fahrplan-Mod. Den gibt es schon etwas länger. Den hat der Two Martins erstellt. Momentan stand vor dem Video eben in der Version 6. Und er schreibt zu dem Ganzen Folgendes. Also der Fahrplan ist eigentlich soweit fertig für alle Stunden. Inklusive, also wir haben hier Güterzüge, Regionalzüge, S-Bahn-Züge und natürlich ICE-Services. Es sollen noch ICE-Services mit dazukommen mit der Expert 101-Lok bzw. mit dem Steuerwagen und er möchte gern noch mehr statisches Rollmaterial rumstehen haben, das in den nächsten Versionen. So, von den Features. Wir haben einen nahtlos übergehenden Fahrplan, sprich der Übergang vor Mitternacht und nach Mitternacht ist nahtlos. Alle Personenzüge fahren gemäß Fahrplan vom 13. September 2023 mit entsprechenden kompatiblen Rollmaterial, was wir hier haben. Und es gibt natürlich auch ein paar Services, die nur als AI rumfahren. Dann reale Zeiten, so wie es halt gegangen ist. Das macht einige Services ziemlich schwer, wenn man recht kurze Vorbereitungszeit hat, schreibt er. Und die Güterzüge nutzen immer wieder auch mal das Ausweichgleis, wo sie dann teilweise auch bis zu 10 Minuten rumstehen können. Das nur als Hinweis. Anmerkung hat er noch gehabt bezüglich den Güterzügen, die fahren soweit auch nach realen Zeiten. Wobei er da ein bisschen schätzen musste. Aber so einigermaßen passt es jetzt in den allgemeinen Verkehr rein. So. Was können wir denn eigentlich alles fahren? Wir können die RE1 zwischen Köln und Aachen mit dem Talent 2 fahren, anstatt den Desiro HC. Dann RE9 zwischen Köln und Aachen mit dem Mix aus dem Talent 2 und Dosto mit der 146. Ja, wir werden da noch ein paar Mal anhalten. Und hat schon wieder umgestellt. Was haben wir noch? RB38 zwischen Köln und Horim mit der BA628, die als Ersatz für den Talent 1 fungiert. RB20 zwischen Düren und Langerwee und Stolberg und Aachen mit der BR628 als Ersatz für die Regebahn Talent 1 und den RB25 zwischen Köln Hauptbahnhof und Hansaring Abstellbereich mit der BR628 als Ersatz für den Lind
Dann haben wir die S19 zwischen Köln Hauptbahnhof und ja, Aachen mit der BR423 und die S12 zwischen Köln und Horem mit der BR423. Was haben wir noch? ICE-Services. ICE3M zwischen Köln und Aachen mit der BR406. Und dann haben wir hier auch noch Services, wo wir kuppeln müssen mit der 403. Und dann diverse Depot-Moves mit den ICE 1 und 3 von Köln Hauptbahnhof und ins Depot und Retour. Es sind so Fahrten, die ich persönlich eher weniger mache. Das sind so 10-Minuten-Dinger. Eben vom Bahnhof ins Depot vorne und Retour. Da finde ich es irgendwie cooler, wenn die dann gerade vom Depot dann starten und dann durchgehen. Wobei, die stehen dann vermutlich länger. Aber trotzdem. Nicht so spannend, diese Depotfahrt, finde ich. Finde ich persönlich. Aber dafür, wenn man dann so mal auf dem Bahnhof steht, da sieht man entsprechend die ganzen Bewegungen. Das sieht dann natürlich schon gut aus. Okay, in der Feature-Liste, was noch kommen soll, sind die ICE-Epo-Bewegungen mit der 101 Expert-Variante und Steuerwagen, die Eurostar-Services mit der 101er zu ersetzen zwischen Köln und Aachen, dann eben die statischen Sachen und für TSW 5, das tut er jetzt schon mit ankündigen, der ICE-T-Service rund um Köln und einen in Aachen. Das wäre dann aber nur so ein Depot-Move für die Spieler, schreibt er da. Ebenfalls für TSW 5 ist dann der Flixtrain-Service und da schreibt er in Klammer auch vorwiegig Depotfahrten und ein, zwei Paare von und nach Aachen. Und da gab es auch in dem einen Video, wo ich mich da über TSW 5 ein bisschen aufgeregt habe, unter Vectron und Flixtrain. Aber berechtigte Kritik, es sind andere Personenwagen, also leicht andere. Und die Vectron hat auch einen neuen Führerstand. Oder beziehungsweise einen alternativen Führerstand. Wo ich aber trotzdem bei der Meinung bleibe, warum muss man das als Deluxe machen? Statt dass man da ein kleines Update macht. Leicht anderer Führerstand, es ist trotzdem noch eine Vectron. Über die Personenwagen kann man jetzt noch streiten, dass die jetzt anders sind als das Video, was wir jetzt schon haben. Aber das ist ein anderes Thema und das soll es in dem Video ja auch gar nicht gehen. So, die Services, was nur als AI fahren, das wäre der RB 21, 28, 27, RE 8, 4, 5, 6 und 7 sowie RB 48, 18, 26, 33, 22, 12 und 24 und die S11 sowie die ICE-Services mit der BR101. Known Issues gibt es auch und zwar in Stand Version 6, wenn das Video draußen ist, hat es vermutlich schon Version 7 und zwar beim Rangieren beim Service 49 564 im Teil 3 kann es sein, dass man hinter einem roten Signal feststeht. So, neben den regulären Sachen sind auch noch ein paar Sondersachen mit dabei, die zu dem Zeitpunkt nicht im offiziellen Fahrplan von der Deutschen Bahn enthalten gewesen sind. Das war einerseits die 103, die 218 und die 204 und es gibt auch noch interessante Dienste, die Teil des Fahrplans sind und spezielle Nuancen haben, weil sie sich teilweise anders bewegen als wie normal. Das war beispielsweise der RE9. 10, 9, 21, RE1, 268, 57 und so weiter. Die Liste davon seht ihr bei der Transit Community in der Beschreibung drin. Des Weiteren sei anzumerken, dass fast keine RE5-Züge in Köln Hauptbahnhof halten. Das liegt daran, dass sie am moderierten Tag Köln Hauptbahnhof umfahren und von Köln West nach Nippes gefahren sind. Um diese Halteverbotszüge sind tatsächlich so nah wie möglich an ihren wahrscheinlichen Zeiten auf dem dargestellten Streckenabschnitt
nachgestellt. Die Züge der S6 fehlen wiederum ganz, weil sie am modellierten Tag wegen Bauarbeiten nicht verkehrt sind. Außerdem werdet ihr feststellen, dass die Bahnsteige 3 bis 5 in Köln Hauptbahnhof ab 21 Uhr und bis 4 Uhr nicht mehr befahren werden. Das liegt an den Bauarbeiten auf diesem Gleis während dieses Zeiträume am modellierten Tag. Jetzt wäre noch interessant, wenn man so der Zeit reingeht, ob da ein Bauzug da steht. Das habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Ansonsten, die Requirement-Liste für den Mod, der ist ein bisschen länger. Also klar, ihr braucht die Köln-Aachen-Strecke an sich. Dann die neue New Journeys-Erweiterung mit der BA423. Die Strecke Kassel-Würzburg, die Vorarlbergbahn mit der Vectron, Dresden-Riesa, Vorarlberg und Dresden-Riesa-Linke-Rhein-Strecke, die Niedertalbahn Duisburg-Bochum und natürlich die BR101 in Expert-Variante, sowie Southeastern High-Speed und die BR218 und 204. Wobei ich denke mal, wenn du ein paar von denen nicht hast, dann werden die einfach im Service nicht auftauchen, I guess. So, ich hätte jetzt mal nichts dagegen, wenn wir dann langsam mal wieder schnell fahren können. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen eng da mit dem Signal. Gerade noch so, aber gut. Perfekt, immerhin nicht drüber. Ich habe mich übrigens noch mal ein bisschen informiert für Transim World 5 und die Roadmap und vor allem für den Zugbegleitermodus. Und da habe ich eine Sache entdeckt, die mich etwas überrascht hat. Und zwar dachte ich ganz am Anfang, diesen Zugbegleitermodus, den, also so wie sie es ja angekündigt haben, geht erstmal nur auf den neuen 3-4 Hauptstrecken, glaube ich, sind es. Und da dachte ich, man kann da im freien Spiel einfach in jeden Zug reingehen und das dann machen. Dem ist es nicht so. Das geht nur bei bestimmten Services, wie zum Beispiel bei der Class 350 auf der West Coast Mainline, die Rotem-Wagen und dem Bombardier B-Level auf der San Bernardino-Strecke. Und bei der Deutschen Bahn ist es die BR114 mit den Dostos auf der Frankfurt-Fulda-Strecke. Auf den anderen Zügen geht das aktuell noch nicht. Zum Beispiel beim HST oder der Class 166. Da steht drin, das wird noch nachgereicht. Und alle anderen alten Strecken bekommen sie nicht, so wie ich das verstanden habe. Außer sie machen diese neuen Remasters. Da soll es mit dabei sein. Aber alle anderen Strecken, die einfach nur basic konvertiert werden von TSP 4 auf TSP 5, haben wir das leider. Stand jetzt nicht. Was ich leider sehr schade finde. Es geht übrigens auch nicht im ICET und im Pendolino.
der ja mit TSW 5 rauskommt. Daumen nach oben. Kommt frisch mit TSW 5 und dann Fahrdienstleitermodus. Nö. Und der Nietzsche, wo das noch interessant wäre. Pendolino, der stellt so äquivalent für England. Ah, ja. Irgendwas findest du halt immer. So. Vollgas endlich. Können wir hier mal Gas geben? Ich habe mir jetzt in der Ankündigung auch nochmal die Kinzigtalbahn angeschaut, die ja kommt. Und zwar geht ja die 103 Kilometer lang Frankfurt nach Fulda hoch. Und eigentlich wird sich das langsam mal anbieten, dass man irgendwie ein Wood-Merch macht. Also das wäre dann quasi die Kinzigtalbahn mit der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Weil sie ja gerade mit dem verbindet in Fulda, würde er sich hier anbieten. Und wenn man das dann noch weiter überlegt, auf der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg hätten wir dann auch noch die Main-Spessart-Bahn. Könnte man genauso damit merchen. Da könnte man zum Beispiel von Würzburg da Richtung Aschaffenburg durchfahren und die Main-Spessart-Bahn mit der Maintalbahn verbinden. Und wenn man dann noch eine Route macht zwischen Aschaffenburg und Frankfurt, dann wäre der Zirkel da unten eigentlich soweit voll. Ich glaube zwar nicht, dass es kommen würde, aber ich denke mal nicht, dass es sehr viel brauchen würde, um die Strecken zu verbinden. Aber ich glaube, Streckenlänge dürfte nicht das Problem sein, weil die Schnellfahrstrecke ist ja doch recht lang. Ist ja fast das Doppelte von der neuen Strecke wie von der Kinzigtalbahn. Aber man darf noch ein bisschen träumen. Wobei, da wird vermutlich das Feature, ja, also Core-Feature, dann ganz Handy werden, dass wenn du dann überlappenden Bahnhof drin bist, also in dem sind zum Beispiel Fulda, dass du dann einfach auf die andere Strecke direkt reinladen kannst. Also zwar nicht nahtlos, aber da kann man da wechseln. Aber ich finde, das nimmt da trotzdem irgendwie die Immersion, wenn man da neu lädt. Weil wenn du mit einem Custom Service da hochfährst, musst du den ja wieder neu machen, dann für die andere Strecke, für die Weiterfahrt. Naja. Potenzial wäre da. Wir müssen es ja nutzen. Ach ja, und das ist dann ja auch noch die Strecke. Also wenn man sich die Deluxe Edition kauft, für ja viel Geld, dann kann man auf der Strecke auch mit dem Flixtrain fahren. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir nicht kaufen werde. Also gerade die Deluxe-Variante. Das ist mir das Geld irgendwie nicht wert. Ich werde das kostenlose Upgrade machen und dann schauen wir mal weiter. Beziehungsweise, wenn dann ab auf den Sale warten. Aber sicher nicht zum Initialkaufpreis. Ah, schade. Ja, jetzt ist der Zugchef-Modus doch nicht so geil, wie es mir dachte. Wäre ja auch irgendwie so schön gewesen. Nur bestimmte Services. Also ich hoffe, sie kommen da noch irgendwie auf die Idee, das wirklich auf alle Services, wie es halt irgendwie geht, auszuweiten. Beziehungsweise auch, dass das halt auf den alten Strecken geht, weil das wäre schon echt ein bisschen schade. Andererseits haben sie dann damit wieder einen Vorwand, kauft die neuen Strecken. Damit du die tollen Sachen hast. Ja, was ich auch schon in meiner Wunschliste drauf habe, das wird aber auf jeden Fall West Coast Mainline Preston Carlisle sein von Just Trains. Ich meine, 100 Meilen lang, das sind 160 Kilometer plus minus, glaube ich. Da könnte man ein bisschen fahren, das ist über fast das Doppelte von dem, was die Strecken von Dafter Games haben. Das sind ja irgendwo bei 80, 90 Kilometer, die anderen beiden.
Aber 160 Kilometer, so ein bisschen England, inklusive Branchlines, die auch nicht elektrifiziert sind. Ah, da sehe ich mich. Ich finde auch das Jahr noch ganz interessant, wo sie das platziert haben. Und zwar ist es so um die 1980er rum. Wo dann entsprechend auch die alten DMUs wie der Traktor noch rumfahren. Das macht natürlich ein Merch ein bisschen schwieriger, wenn man dann mal eine größere West Coast Mainline machen will. Oder auch für die East Coast Mainline. Wenn man dann die Strecken zwar von der Strecke an sich her fertig hat, aber unterschiedliche Eras hat. Das macht es dann schwierig. Eigentlich so eine deutsche Strecke, so Reisbahnzeiten, wäre eigentlich auch mal interessant. Rein von der Historie her. Aber ich glaube, das werden wir so schnell nicht sehen. Der Fokus, glaube ich, geht dabei dafür, geht es eher so in die Moderne. Um da die Leute entsprechend abzuholen. Stichwort, wenn ich gerade dann denke, Dampflokmäßig tut sich ja auch nichts mehr, leider. Deutsche Dampfloks oder österreichische. Und jetzt wollte ich gerade nur sagen Schweizer Dampfloks. Aber so wie die SBB momentan ja tut, glaube ich, eh nicht. Ach, das ärgert mich immer noch. Dass man da die Züge nur noch quasi dumm fahren kann, aber alle Zugsicherungssysteme nicht funktionieren dürfen. Aber ich habe da mit dem Adam, also Petroleum 8, Adam 9, glaube ich, ist das ganze Name, mal geredet gehabt. Bezüglich dieser Thematik, ob jetzt Leute wirklich mal Züge klauen oder rumfahren. Zumindest in Deutschland ist es wohl schon ab und zu mal vorkommen, oder zumindest, dass einfach mal Sachen abgekuppelt wurden, etc. Das soll schon passiert sein, aber sonst nichts Gelöbertes. Hat mich noch überrascht. Aber klar, wenn einer meint, er ist irgendwie witzig drauf und meint, du musst da irgendwo mal die Kupplung aufmachen zwischen zwei Wagen oder die Bremsleitung kappen. Weißt du nicht, wie man so auf eine dumme Idee kommen kann, aber ja. Genauso dumm wie die Leute, die was dann irgendwelche Steine oder andere Gegenstände auf die Gleise legen. Wie zum Beispiel ein Fahrrad. Schon heftig so Bilder davon gesehen. Das ist nicht witzig. Ich sehe gerade, von der holländischen Strecke haben sie zumindest mal so ein 3D-Modell von dem Zug gezeigt, wo der so hoch oben drauf sitzt. Ähnlich wie bei den japanischen. Nie so ein großer Fan davon gewesen. Aber könnte doch interessant sein zum Fahren. Preise werden dann einfach spannend. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr euch schon mal eine Route gekauft, seid ihr dann einfach noch mal kurz gefahren und habt gesagt, nee, ist nicht, und ihr habt sie dann einfach wieder zurückgegeben? So, ein bisschen wenig Verkehr hier auf der Strecke, zumindest auf dem hinteren Teil da. Aber ansonsten muss ich eigentlich sagen, bin ich ganz happy mit dem Fahrplan. Jetzt glaube ich meine 8. Fahrt hier drin. Ist schon ganz nett. Weil wenn man so ein bisschen wechselt zwischen RBS-Bahn und Güterverkehr. Gerade als Güterverkehr ist es schon spannend, wenn man dann nebenbei noch mit rausgeholt wird. Und dann sieht die Sachen allein voneinander vorbeifahren. Also holt euch das Mod unbedingt mal runter, kostet ja nichts. Und dann habt ihr mal ein bisschen Abwechslung. Die TSW 4. Und ich glaube, die ganzen Mods, die wir jetzt für TSW 4 haben, werden dann den größten Teil auch für TSW 5 gehen. Weil
Ja, also wirklich große Änderungen haben wir ja nicht. Statt der 405 und Mini-Updates. Ich glaube nicht, dass da Impact auf die Art und Weise gemacht wird, wie die Mods funktionieren. Aber auch das werden wir sehen. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Die haben ja noch eine eigene Ankündigung reingemacht bezüglich den Airbus. Dass der jetzt lizenziert in Trainsimworld ist. Also nicht zum Fliegen, sondern als Asset, was halt irgendwo mal rumfliegt. Eh auf der Frankfurt-Fulda-Strecke. Ach ja. Und ich will wissen, was Alan Thompson für eine Strecke fährt. Macht. Wir haben jetzt auch schon Bilder gezeigt von dem neuen Ding, aber sagen nicht, wo es ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder eine längere Strecke sein wird. Es ist Alan Thompson. Und den habe ich bis jetzt eigentlich nur Gutes immer bekommen. Und das bleibt so. Es gab da übrigens noch ein interessantes Update für Simray. Also beziehungsweise nicht wirklich ein Update, sondern mehr so ein Devlog-Update. Und da haben sie darüber geschrieben, dass sie gerade daran arbeiten, dass die ED250, also der Pendolino, in Doppeltraktion dann möglich sein sollte. Also ich frage mich, was sie da so viel machen müssen. Eigentlich nur die Klappen auf und dann das System miteinander reden. Glaube ich, sage ich mal als Laie. Aber es gab ganz am Anfang mal so ein Video von den Entwicklern, wo die da mit so Doppeltraktionen rumgefahren sind. Und ich weiß nicht, ob da die Kupplung funktioniert hat, aber das war ja Katowice mal so ein Showcase-Video, schon ewig alt, glaube ich. Und da sind sie mit den komischsten Konfigurationen umgedüst. Aber ja, es kommt dann irgendwann mal, wenn sie dann das eigentliche Update beheben. Und was sie auch reingeschrieben haben, die haben Arbeiten am EDCS-System gemacht, dass EDCS besser für abnormale Situationen reagieren kann. Also wenn du, also sie sagen in dem Punkt, wenn du ein Ersatzsignal kriegst, dass ETCS damit umgehen kann. Und, was ich jetzt interessantesten finde, einen schriftlichen Befehl. Gerade das mit dem schriftlichen Befehl finde ich interessant. Ist es dann etwas, was dann für Szenarios kommt, dass du dann da sagst, hier der FDL gibt dir einen schriftlichen Befehl, du musst es dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise beantworten und dann machst du das, was in dem Befehl drin steht? Also ich vermute mal, dass da irgendwie so ein Tool kommt oder dass das irgendwie vorgeschrieben wird, damit die KI das erkennt. Also im Multiplayer schriftlicher Befehl wäre schon irgendwie geil, aber das muss dann standardisiert sein. Oh, und dann macht es bitte keine deutschen schriftlichen Befehle. Nee, aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es so sowas ist wie mit den Abfahrtsmeldungen, wo es ja schon vorausgewählt wird. Also wo dann der Text dann automatisch kommt, dass du es mit einem schriftlichen Befehl hast. In einer Größe im Menü, natürlich. Wo du die ganzen Events dann eintragst. Aber eigentlich, in dem jetzigen Multiplayer, so wie er gerade läuft, macht man eigentlich keine schriftlichen Befehle. Normalerweise. Aber Rangierfahrten hätte ich gerne. Irgendwann mal. Jetzt haben wir Zeit, wir haben wieder für ein Simulator-Update. Vor allem würde ich jetzt gerne mal die Dampflok fahren. Weil fast jeden Week of the Simulator schreiben sie, dass sie da irgendwas an der Dampflok rummachen. Jetzt würde ich es gerne mal sehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir auf Ende des Jahres hin mal eine neue Strecke. Ich meine, klar, die Kakao-Strecke kommt jetzt, aber ich meine jetzt so grundsätzlich mal was dazu. Aber das ist natürlich schon ein bisschen sportlich. Vor allem, wenn es dann die deutsche Strecke wird mit einem neuen Signalsystem und den Stellwerken. Aber von den Third-Party-Entwicklern hört man absolut nichts.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt mit der Entwicklung mit zusätzlichen Add-ons noch überhaupt nicht gestreamlined ist. Ich meine, dass es so ähnlich ist halt wie bei Daft Punk Games. Sie sagen so, das ist der Editor, mit dem könnt ihr eure Sachen machen, das ist unsere API irgendwie. In dem Packformat muss dann irgendwie kommen. Also, nur so als Vergleich. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich freue mich auf die Zukunft, weil das Potenzial ist schon mal echt gut. Sie sind einfach nur ein bisschen langsam. Und ich denke, wenn sie dann soweit die ganzen Tools rausgeben und immer mehr Dritte dazukommen, oder die Community irgendwann mal, dann wird es richtig schnell gehen. I guess. Immer noch plus eins für private Server. Jo, hab's gemerkt. So, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Hier mal für den Update, so für allgemein und natürlich für die Mod-Vorstellung hier für TrainSimWorld. Wenn in der Zukunft wieder was Interessantes rauskommt, dann zeige ich es euch. Beziehungsweise, wenn es so kleinere Sachen sind, dann werde ich das sammeln, so wie hier. Und zeige dir dann auf einmal. Ich denke, dann ist es ein bisschen kompakter. Das nächste Mal werde ich das auch noch mit Railroader machen. Da sind ja mittlerweile gerade rollmaterialtechnisch ein bisschen was rausgekommen. Und ein paar Streckenerweiterungen. Da werde ich jetzt auch mal wieder so ein Update-Video machen. Und gut, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, Railroader. Patchmäßig auch gerade nicht so viel unterwegs, ne? Aber gut, es wird ein anderes Thema. Wie gesagt, ich denke mal, die Updates-Videos, die wird's auf dem Kanal erstmal haben. Und eventuell, da könnt ihr mal in die Kommentare drüber abstimmen, ob ich vielleicht so Update-Videos irgendwie besonders kennzeichnen sollte, zum Beispiel mit einem anderen Bildrahmen. Anstatt orange, irgendwie grün oder so, dann sieht man es gerade direkt, ob es ein Update-Video ist oder so ein Mod-Video, Mod-News-Video oder ein regionäres Video. Oder man braucht es einfach gar nicht. Das ist einfach so, wie es jetzt ist. Details. So, ihr fahrt jetzt noch in den Bahnhof mit rein und ich schaue, dass ich keinen Blödsinn mache. Ich sage euch an der Stelle schon mal, ciao. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Beeinflussung. Zugbeeinflussung. 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 Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.